begrüße Sie alle zu unserer heutigen Plenarsitzung. Es ist die 114. Plenarsitzung. Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Zur Tagesordnung darf ich noch auf Folgendes hinweisen. Eingang auf den Plätzen verteilt. Dringlicher Antrag der Fraktion der AfD. Aus den Fehlern des 9-Euro-Tickets lernen und so weiter. Drucksache 209215. Dringlichkeit wird bejaht. Dann ist dies Top 110. Und wir können das mit Top 65, dem Setzpunkt der FDP, aufrufen. Jawohl. Dann ist eingegangen ein dringlicher Antrag der Fraktion der FDP. Zukunftsfähiger ÖPNV muss mit mindestens 50% Kostendeckung usw. So Drucksache 209216. Dringlichkeit wird bejaht. Jawohl. Dann haben wir das als 111 und kann zusammen mit Top 66, dem Setzpunkt der Fraktion DIE LINKE, aufgerufen werden. Keine Bedenken. Weiter eingegangen, auf Ihren Plätzen verteilt, ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der AfD betreffend Sicherstellung der Lebensmittelversorgung. Drucksache 209217. Dringlichkeit wird bejaht. Top 112 können wir mit 81 zur Aktuellen Stunde aufrufen und direkt abstimmen. Ach gut. Fraktion DIE LINKE bittet ihren Top 62, Armut in Hessen bekämpfen, soziale Teilhabe für alle Menschen sichern. Drucksache 209123 mit der Aktuellen Stunde Top 79 aufzurufen. Hat keiner was dagegen? Auch gut. Nach dem vorliegenden Ablaufplan tagen wir heute voraussichtlich bis ca. 22 Uhr. Es muss aber nicht sein. Ich darf alle bitten, sich vernünftig zu verhalten. Gestern waren wir auch ein bisschen über der Zeit. Es lag nicht am Präsidium, sondern eher an den Rednern. Deshalb bitte ich, sich vernünftig zu verhalten. Wir machen eine 60-minütige Mittagspause nach Top 63. Und wir beginnen im Anschluss dann mit den Aktuellen Stunden. Und es wird auch wieder Fußball gespielt, meine Damen und Herren. Unsere Landtagself beendet auch diese Saison ungeschlagen. Seit 3 Jahren ungeschlagen, aber es gab ein Spiel gestern Abend. Es gab ein Spiel gestern Abend, und zwar das einzige und letzte Spiel der Saison wurde in Ginsheim ausgetragen. Gegner war eine Politikauswahl aus dem Kreis Groß-Gerau unter der Leitung des Landrats Thomas Will. Wir sind in der 8. Minute durch den Bijan Kaffenberger in Führung gegangen. Aber es gab dann auch wieder einen Abwehrfehler, 1:1. Wir kämpften sehr stark aus der Abwehr mit dem Antreiber Ulot im Mittelfeld. Auch das will ich sagen, hat sich besondere Verdienste erworben. Und wir hatten dann eine Chance in der linken Angriffshälfte. Und Markus Bocklet, der immer mal wieder angeschossen wird, und hat dann das 2:1 erzielt. Das war der Halbzeitstand. Die Halbzeit stand. Die anderen haben dann noch Tor geschossen. Na ja, gut, das war eigentlich gar keins. Und unter dem Strich haben wir das Ding 2:2 gewonnen. Ich glaube, das können wir so festhalten. Und der VfB Ginsheim erhielt einen Scheck der Landtagspräsidentin. Auch das ist gut. Damit verabschiedet sich unsere Landtagself in die Winterpause, ehe wir dann im nächsten Jahr versuchen anzugreifen. Vom Fußball eigentlich insgesamt gibt es gar nichts Neues mitzuteilen. Die Offenbar Moment, ich habe meinen Zettel vergessen. Die Offenbacher Kickers haben verloren und haben ihren Trainer entlassen. Das bitte ich die Offenbacher alle zu bedenken. Darmstadt hat gewonnen. Die Eintracht hat auch einmal gewonnen. Na? Die Mannschaft von Peter Beuth, Uwe Serge und Dirk Graf Gladbach hat auch gewonnen. Und unsere Bayern, ich muss mal sagen, haben den Augsburgern jetzt mal ein bisschen Hilfestellung gegeben, dass die sich stabilisieren konnten. Also auch hier wünschen wir alles Gute beim Oktoberfest. Das wissen wir, die hat ja vorher ein paar Maß getrunken. Also wir bekennen uns auch zu den Spielen. Und ich weiß, dass es in diesem Haus hier eigentlich eine stille, breite Mehrheit für den FC Bayern München gibt. Ja, ja. Bitte im Protokoll festzuhalten, langanhaltender stürmischer Beifall. Dann haben wir das beendet. Ja, es ist eigentlich gar nicht so viel mitzuteilen diesmal. Gut, dann haben wir das gemacht. Und ich komme
Ich sage das deshalb, weil der Finanzminister in seiner ihm eigenen freundschaftlichen Art mir gegenüber gefragt hat vorhin, wie habe denn die Bayern gespielt? Ihr kennt ihn ja. Und dann hat die neben ihm sitzende, ebenfalls sehr sympathische Ministerin, als er gekommen ist, auch noch gefragt, wir haben die Bayern gespielt. Wir bekennen uns, Holger Bellino, bist ja auch noch dabei im Bayern-Bereich. Deshalb habe ich das gesagt. Wir sind immer da, egal wie es ausgeht, ne? Weil wir im Schluss hier wieder vorne stehen. Das weiß ja auch jeder. Gut. Ja, wieder Beifall. Sehr gut. Dann halte ich jetzt fest, das Fehlen heute entschuldigt. Der Kollege Taylan Burku, Arno Enes, Ismail Tippi, Heiko Kasseget, die Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, der Staatsminister Axel Wintermeyer, der Kollege Klaus Gagel ab 17 Uhr und die Kollegin Sandra Funken. Haben wir weitere Entschuldigungen? Bitte sehr. Drücke mal drauf. Nee, doch nicht. Wer zuerst? Ja, also einigt euch. Schönen guten Morgen, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Den Kollegen Stefan Müller möchte ich noch entschuldigen. Stefan Müller ist noch entschuldigt und jetzt kommt. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte die Kollegin Miriam Dahlke entschuldigen, die auch an Corona erkrankt ist. Die Miriam. Das verdient er. Die Miriam Dahlke ist entschuldigt. Das war's. Okay, meine Damen und Herren, bevor ich jetzt die erste Aktuelle Stunde aufrufe, komme ich auf das Ende der gestrigen Sitzung zurück. Wir haben hier am Präsidium bereits gestern Abend festgestellt, dass ausweislich des vorgelegten Protokollauszugs der Kollege Pentz den gegenständlichen Begriff als Zwischenruf verwendet hat. Dieser Begriff läuft der Würde unseres Hauses zuwider und darf auch nicht im Eifer einer hitzigen Auseinandersetzung Verwendung finden. Daher erteile ich Herrn Kollegen Pentz hierfür gemäß § 75 Absatz 2 Satz 2 unserer Geschäftsordnung einen Ordnungsruf. Ich hoffe, dass wir den heutigen Tag dann friedlich miteinander verbringen können.